Ah, ihr seid zurück. Ich bin außer mir vor Freude darüber, dass ihr Lady Renata an mich ausgeliefert habt. Sie wird sich als sehr nützlich erweisen. Irgendwen interessiert das sicher. Mich nicht. Ich bezeuge lediglich meine grenzenlose Dankbarkeit. Also, Fimres hat mir erzählt, dass der Hinweis etwas genützt hat. Auch wenn Lady Renata nicht selbst die Herrin des Mädchens war, so wusste sie doch, wer es war. Giselle Organa. Besser gesagt, General Giselle Organa. Nun müsst ihr sie jagen, was ein kleines Problem darstellt. Wenn ihr das Problem nicht lösen könnt, sollte euch das Sorge bereiten. Nun, dann lasse ich mir wohl besser eine Lösung einfallen. Giselle Organa ist die Oberbefehlshaberin im Krieg gegen das Haus Ulgo. Ihr Hauptquartier wird von einem für Waffen undurchdringlichen Kraftfeld geschützt. Durch das Kraftfeld kann Giselle mit ihren Beratern sehr nah an der Front bleiben und direkte Befehle geben. Ich werde langsam ungeduldig, Kendo. Wir sollten nichts überstürzen, außer... Ja, ich glaube, ich weiß es. Ein Kraftfeld braucht Energie, um zu bestehen, nicht wahr? Wenn wir also die Energiezufuhr kappen, und ich glaube, ich weiß genau, wo Giselle ihren Saft herbekommt. Wenn ich recht habe, könnt ihr wahrscheinlich einfach durch die Vordertür spazieren. Wir sollten zur Sache kommen. Fast die gesamte Energie Alderaans stammt vom Hauptgenerator des Planeten. Giselle muss das System anzapfen, um ihr Kraftfeld zu betreiben. Einige meiner Kollegen machen das auch für ihre besonderen Sicherheitsbedürfnisse. Ein gezielter Angriff auf den Generator wird das Sicherheitssystem aktivieren. Dem Planeten wird nichts passieren, aber Zusatzsysteme wie das Kraftfeld von Giselle müssen manuell zurückgesetzt werden, was einige Zeit dauern dürfte. Was denkst du über diesen Plan? Ich? Was denn, ihr wollt meine Meinung hören? Cool! Um ehrlich zu sein, vertraue ich diesem Kerl nicht. Wie überaus charmant von euch. Glaubt mir, das ist der einzige Weg ins Organa-Hauptquartier. Fimres, geht in meine Waffenkammer und holt einen 7-7-Detonator. Wie ihr wünscht. Der Hauptgenerator von Alderaan befindet sich über dem geraden Tal und ist mit den neuesten Sicherheitssystemen ausgestattet. Ihr müsst euch gewaltsam Zutritt verschaffen, die Bombe legen und euch wieder herauskämpfen, bevor sie explodiert. Das wird nicht einfach sein. Wollt ihr mich verärgern? Vergebt mir, ich möchte euch nur vorbereiten, so gut ich kann. Nach der Explosion im Generator müsst ihr euch immer noch durch Giselles Armee kämpfen und in ihr Hauptquartier eindringen, bevor das Kraftfeld wieder aktiviert ist. Ich werde euren Fortschritt mit Interesse verfolgen. Viel Glück. Einen Anruf von mir hättet ihr sicher nicht entgegengenommen. Vielleicht doch. Ich bin eine praktisch veranlagte Frau.